Da bin ich wieder, euer Foodie von gestern. Heute erzähle ich euch die Geschichte vom armen Holzhacker. Vor langer, langer, sehr, 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 sehr langer Zeit, es war gestern, hat ein armer, armer Holzhacker mit seiner armen, armen Frau und seinen beiden armen, 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 armen Kind zusammengezählt, haben sie 8 Arme gehabt. 7 Beine und ein Kaugummiautomat. Am Waldrand von Zetziwil gelebt. Sie sind so arm gsi, dass sie krank gsi sind. So ist das eben im Märli. Sie haben alle ein Ekzem gehabt. Ist eben eine Ekzem-Situation gsi für die Family. Und sie haben auch Flöhe gehabt. Jeden Morgen mussten sie ganz Flöhe müssen aufstehen. Und Mama hat für alle Gorgonflöhe gemacht. Und dazu haben sie Flöterli-Wasser getrunken. Und dann hat der Vater seine Querflöte in die Hand genommen und ist in das Haus gesaichen. Er war eben auch noch Sanitärinstallateur und musste ein Rohr verlegen. So. Auf jeden Fall erzähle ich einen huren Scheissdreck davor. Wie soll ich das Drecksmärli jetzt zu Ende erzählen? An dem Dienstagmorgen, es war im April, kurz vor Weihnachten. Maria ist gerade ab wie eine Rakete. Es war eben Maria Takeoff. Es hat geschneit wie verrückt, 30 Grad im Schatten war es. Auf jeden Fall, an dem Wochenende, Mittwoch war es, ist plötzlich ein Grollen und ein Donnern in der Ferne zu hören. Und ein mächtiger Meteorit ist vom Himmel oben runtergekommen und hat die Familie auf einen Klaps erschlagen, verdrückt und tötet. Kaputt sind sie. Keiner hat mir einen Ton gesagt. Gut, Mutter hat noch ein paar. Aber der Vater hat schon immer gesagt, könntest du ihn, und die schnurren weiter. In dem Moment ist ein kleines Meisli. Zum Glück war es kein B- oder C-Meisli. Ein Sammeisli unter dem tonnenschweren Stein für einen Krachen hat seinen Körper unter dem Stein für einen gewetzt. Und was das Blaue gesehen hat vom Himmel, hat es durchgeschnauft und Freude gehabt, dass es sich hätte befreien können. Und ich habe gewusst, die Sau muss nicht wegkommen. Und das Fazit von dieser Geschichte: Man lebt eben nicht in Zetziwil.